Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Anleitung. Für diese Weste werde ich drei Teile häkeln. Zum einen werde ich einen Rücken häkeln und den Rücken müsst ihr euch dann nochmal in der Mitte halbiert vorstellen und zwei Vorderteile. Die Abnahmen für die Ärmelaussparungen sind bei den Vorder- und beim Rückteil baugleich. Also zeige ich euch nachher eines der beiden Vorderteile. Und die Abnahmen könnt ihr auch für den Rücken übernehmen. Wir häkeln hier halt nur etwas breiter. Ich häkel wie immer für Größe M. Da geht man dann von einem Brustumfang von 100 cm aus. Diesen teile ich durch 2 und komme somit auf 50 cm. Dann habe ich hier schon mal die Breite für den Rücken. Also schlage ich nachher eine direkte Kette. Ihr könnt auch eine Luftmaschenkette machen, die ist halt nur nicht so genau. Schlage ich die an auf 50 cm und zeige euch dann das Muster. Für die beiden Vorderteile teile ich dann nochmal die 50 cm durch 2 und komme auf 25 cm. Also schlage ich hier eine direkte Kette nachher an auf 25 cm. Also ganz simpel eigentlich. Egal, ob ihr für größer oder kleiner häkelt. Dann ist allerdings wichtig, solltet ihr jetzt für eine andere Größe häkeln, also eine größere oder kleinere Maschenanzahl haben, dann sollte das Ergebnis teilbar durch 7 plus 1 sein. Das ist wichtig fürs Muster. Da ich den Rücken bereits schon gehäkelt habe, kann ich euch sagen, dass ich 98 Maschen plus 1, also 99 Maschen angeschlagen habe, um auf meine 50 cm zu kommen bei einer Nadelstärke von 3,5 und dem dreifädigen Hobel. Und für die beiden Vorderteile nehme ich ungefähr die Hälfte, auf eine Masche mehr oder weniger kommt es da nicht an, und häkel dort 49 Maschen plus eine, also 50 Maschen. 50 Maschen fürs linke und 50 Maschen fürs rechte. Ja, und dann würde ich sagen, haben wir soweit alles. An die Nadeln und los! Alle Angaben zur Wolle, zur Nadelstärke und zum Verbrauch findet ihr wie immer unten in der Infobox. Hier häkel ich mit einem dreifädigen Wobbel und einer 3,5er Nadel. Ich beginne mit zwei Luftmaschen. Gehe zurück in die erste Masche, hole den Faden durch, ziehe beide Laschen auf gleicher Höhe, ganz wichtig, dann durch eine für den Boden und durch zwei für eine feste Masche. Dann hat sich hier eine Masche gebildet, dort stechen wir ein, holen den Faden durch, beide Laschen auf gleicher Höhe, das ist wichtig, damit die Kette flexibel bleibt, durch eine und durch zwei. Im Grunde ganz einfach. Sollte euch das Ganze zu schnell sein, unten rechts am Bildschirmrand vom PC aus ist ein Zahnrad, da könnt ihr etwas langsamer stellen. Also Faden holen, beide Laschen auf gleiche Höhe ziehen, durch eine für den Boden und durch zwei für eine feste Masche. Faden holen, beide Laschen auf gleicher Höhe, durch eine Schlaufe und durch zwei. Wie ihr seht, ganz einfach. Und nun schlagen wir so viele Maschen an, wie wir für unser Projekt benötigen. In meinem Fall halt 50 Maschen. Und wie ihr seht, die Kette ist schön flexibel. Optimal für Pullover, Jacken und so weiter. Für die erste Reihe des Musters nehmt ihr euch am besten zwei Maschenmarkierer hinzu. Dann häkeln wir drei Wände Luftmaschen. Und nun ab Nadel drei Maschen freilassen und in die vierte einstechen
und zwei Stäbchen hineinhäkeln. Dann setzen wir uns hier am Anfang direkt den Marker. Dritte Masche oder Luftmasche von unten. Als nächstes drei Luftmaschen und dann wieder zwei Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. Drei Luftmaschen und wieder zwei Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. Und somit haben wir einen Fächer aus zwei Stäbchen, drei Luftmaschen, zwei Stäbchen, drei Luftmaschen und zwei Stäbchen. Nun lassen wir drei Maschen frei für den linken Fächer und drei Maschen frei für den rechten Fächer, also sechs Maschen freilassen und in die siebte einstechen und wieder einen Fächer häkeln aus zwei Stäbchen. Dass sich das so wulst, das ist nicht schlimm, das zieht sich nachher automatisch wieder etwas gerade. Drei Luftmaschen, zwei Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. Drei Luftmaschen und ein letztes Mal zwei Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. Wie kleine Schleifen. Nun wieder sechs Maschen freilassen und in die siebte einstechen. Zwei Stäbchen. Drei Luftmaschen, zwei Stäbchen drei Luftmaschen und ein letztes Mal zwei Stäbchen. Ganz simpel eigentlich. Und das Ganze jetzt einmal bis zum Ende. So, am Ende habt ihr dann noch vier Maschen frei und in die letzte vierte Masche häkelt ihr ein Stäbchen. Also am Anfang für den ersten Fächer vier Maschen freilassen und danach immer sechs zwischen den Fächern. So sieht's aus, ganz simpel. Reihe 2 ist eigentlich ganz simpel. Wir beginnen mit drei Wände Luftmaschen. Setzen hier am besten direkt den Marker und häkeln noch einmal drei Luftmaschen hinzu für einen Bogen. Und nun stechen wir in den ersten Bogen ein, einfach um die Kette herum und häkeln eine feste Masche. Dann drei Luftmaschen und in den nächsten Bogen wieder einen Bogen mit fester Masche. Drei Luftmaschen. Nächster Bogen. Eine feste Masche. Und dann in diesen Bogen drei Luftmaschen. Eine feste Masche. Ganz easy. Und das jetzt bis auf die andere Seite rüber. Und am Ende wieder drei Luftmaschen und mit einem Stäbchen die Reihe schließen, und zwar da, wo wir den Marker gesetzt haben. Und das war auch schon das eigentliche Muster. Die erste Reihe des Musters besteht aus dem Fächer und die zweite aus Bögen. Ich werde mit euch jetzt nochmal eben die erste Reihe mit dem Fächer und die zweite Reihe mit den Bögen gemeinsam häkeln, also die dritte und die vierte Reihe.
beginnen wieder mit 3 Wendeluftmaschen. Und nun stechen wir immer in den Bogen über dem Fächer ein, also hier. Und häkeln dort die Fächer rein. Hier ist der zweite und hier der dritte. Eigentlich ziemlich übersichtlich. So, einen Umschlag um die Kette des Bogens herum, 2 Stäbchen. Setzen. 2 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 2 Stäbchen, 3 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Ganz einfach. Und somit haben wir einen Fächer über dem Fächer. Über diesen Fächer in den Bogen 2 Stäbchen um die Kette häkeln, 3 Luftmaschen, 2 Stäbchen, 3 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und nun rüber bis auf die andere Seite. Und am Ende der Reihe dann einfach mit einem Stäbchen beim Marker schließen. So. Und dabei schauen, dass das Ganze einen schönen geraden Abschluss hat. So, und so sieht's aus. Reihe 4 sind jetzt wieder die Bögen. 3 Luftmaschen. 3 Marker setzen. Nochmal 3 Luftmaschen. Und nun wieder in den ersten Bogen eine feste Masche. 3 Luftmaschen. Eine feste Masche in den nächsten Bogen. 3 Luftmaschen. Eine feste Masche in den nächsten Bogen. 3 Luftmaschen. Eine feste Masche in den nächsten Bogen. Und so wieder rüber bis auf die andere Seite. Und am Ende der Reihe 3 Luftmaschen und mit einem Stäbchen die Reihe beenden. Ganz einfach. So, und nun häkelt ihr einfach gerade hoch, so lang wie eure Weste werden soll. Wenn ihr unterm Ärmel angekommen seid, dann beginnen wir die Abnahmen links und rechts für die Ärmelaussparung. So sieht's aus nach 16 Fächern können wir nun die Abnahmen beginnen. Und dazu werde ich jetzt immer diese Fächer abnehmen. Also 2 Reihen davon müssen definitiv weg. Ich beginne hier mit 3 Luftmaschen. Und um die erste Abnahme zu gestalten, werde ich jetzt hier einen Fächer in den Fächer häkeln. Allerdings nur aus 2 Stäbchen, 3 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und somit haben wir dann hier schon mal die erste Abnahme geschaffen.
am Anfang den Marker setzen, ganz wichtig. Und jetzt können wir bis auf die andere Seite ganz normal die Fächer häkeln. Aus zwei Stäbchen, drei Luftmaschen, zwei Stäbchen, drei Luftmaschen und zwei Stäbchen. Und auch am Ende dieser Reihe eine Abnahme, indem wir den letzten Fächer nur aus zwei Stäbchen, drei Luftmaschen und zwei Stäbchen häkeln. Und das Ende dann mit einem Stäbchen schließen in die dritte Luftmasche von unten. Zweite Abnahmereihe, drei Luftmaschen und nun sind wir wieder bei den Bögen. Hier steche ich in den ersten Bogen ein und häkel eine feste Masche. Somit zieht sich das hier leicht zur Seite weg. Der Marker allerdings wird jetzt in die feste Masche reingesetzt. Und ab hier dann wieder drei Luftmaschen und in jeden Bogen eine feste Masche. Drei Luftmaschen, eine feste Masche, drei Luftmaschen und so weiter. Und am Ende der Reihe drei Luftmaschen und wo wir den Marker gesetzt haben, dann mit einer Kettmasche schließen. Die nächste Abnahmereihe ist etwas anders. Jetzt haben wir hier den ersten Fächer im Grunde schon fast weg. Das heißt, wir mogeln uns hier in die Mitte und beginnen jetzt damit, drei Luftmaschen wie für ein Stäbchen und dann über den nächsten Fächer dann wieder einen halben Fächer zu häkeln aus zwei Stäbchen, drei Luftmaschen und zwei Stäbchen. Marker nicht vergessen. Und wie ihr seht, haben wir hier dann schon den ersten Fächer weg. So, zwei Stäbchen. Und ab hier jetzt wieder dann ganz normal unsere Fächer. Einmal rüber bis zum letzten. Und den letzten Fächer dann auch wieder halb häkeln aus zwei Stäbchen, drei Luftmaschen und zwei Stäbchen. Und die Runde dann wie auf der anderen Seite, wo der Marker ist, mit drei Luftmaschen und einem Stäbchen schließen. Quatsch, war tatsächlich da mit einer Kettmasche schließen, damit es auch auf beiden Seiten gleich aussieht. Und die nächste Abnahmereihe dann mogeln wir uns wieder mit einer Kettmasche vor. Drei Luftmaschen. Und häkeln dann in den ersten Fächer eine feste Masche. Dadurch zieht sich das dann so zur Seite weg und auch hier wieder den Marker in die feste Masche setzen. Drei Luftmaschen und ab hier jetzt wieder in jeden Bogen eine feste Masche. Drei Luftmaschen, eine feste Masche. Und auf der anderen Seite dann drei Luftmaschen und wo der Marker ist, mit einer Kettmasche schließen. So.
Und nun nochmal mit einer Kettmasche vormogeln. Drei Luftmaschen. Und nun überspringen wir das Ganze und stechen in den Bogen über dem kompletten Fächer ein und häkeln dort wieder unsere zwei Stäbchen. Marker setzen. Drei Luftmaschen. Zwei Stäbchen. Drei Luftmaschen und zwei Stäbchen. So. Und somit sind wir dann im Grunde fertig. Ab hier werden jetzt wieder nur noch ganze Fächer gehäkelt. Und wie ihr hier seht, haben wir jetzt zwei Reihen mit Fächern weggenommen. Moment, ich lege euch das mal so hin. Also diese Reihe und diese Reihe sind weggenommen. Die dritte zieht sich jetzt ein bisschen nach links weg. Das wird sich auch im späteren Verlauf legen. Und hier bleiben wir jetzt gerade. Also die und die weg. Und jetzt wieder gerade hoch. Also ab hier jetzt drei komplette Fächer häkeln. Und mit einer Kettmasche schließen, damit es ja auf der anderen Seite genauso aussieht. Das ist jetzt wieder dann die Basis, um gerade hoch zu häkeln. So. Dann häkle ich jetzt noch mal kurz eine komplette Reihe. Hier noch mal mit einer Kettmasche nach oben mogeln. Und dann können wir ab hier jetzt starten, indem wir ein Stäbchen beginnen, also drei Wendeluftmaschen. Dann nochmal drei Luftmaschen. Marker wieder in der dritten nach unten setzen. Und hier wieder in jeden Bogen einen Bogen verteilen und mit einer festen Masche schließen. Drei Luftmaschen, eine feste Masche. Drei Luftmaschen, eine feste Masche. Bis auf die andere Seite. Und ab hier geht es dann eigentlich so weiter, wie ihr es bereits kennt. Nur, dass wir nur noch drei Fächer über haben, die wir in die Höhe häkeln. Insgesamt werde ich eine Trägerlänge von 20 bis 22 cm ungefähr häkeln. Das sind 7 Fächer insgesamt in die Höhe. So, so sieht's aus. Das ist jetzt die Basis und jetzt geht's einfach gerade hoch. Hier habe ich euch nochmal eine Reihe drüber gehäkelt, um euch zu zeigen, dass es auch gerade bleibt. So. Hier haben wir unsere Abnahmen, jeweils zwei Reihen weg und drei Reihen bleiben über. Ja. Und jetzt halt in die Höhe, wie ihr die Träger haben möchtet. Dann zeige ich euch noch mal kurz meinen Rücken, den habe ich bereits schon fertig gehäkelt. Das sind 16 Fächer nach oben. Dann unsere Abnahmereihen für die Ärmelaussparungen. Das ist auch hier zwei Reihen weggenommen und dann wieder 7 Fächer nach oben gehäkelt. Hier halte ich mal unser derzeitiges Häkelstück dran und wie ihr seht, alles genau baugleich. Jetzt werde ich hier noch die restlichen Fächer dran häkeln. Die andere Seite dann auch noch fertigen und dann sehen wir uns zum nächsten Part. Bis gleich.
die Seiten und die Träger vernäht habe, werde ich nun einen Rand häkeln, von hier unten an, um den Hals herum und wieder runter. Ganz schlicht und unspektakulär in halben Stäbchen. Einen ganz glatten Rand. Dazu beginne ich dann wieder hier unten in der Ecke, fixiere den Faden. So. Zwei Luftmaschen. Und dann gehe ich um jedes Stäbchen mit drei halben Stäbchen herum. Also so verteile ich jetzt erstmal ringsherum die halben Stäbchen, indem ich pro Löckchen um das Stäbchen herum einfach drei halbe Stäbchen häkle. Also hier das nächste, ist ja auch wieder ein Stäbchen, sind drei Luftmaschen, drei halbe Stäbchen. So, hier dann auch wieder drei halbe Stäbchen. Nächste drei halbe Stäbchen. Und so geht das jetzt einmal komplett herum. Ganz easy. So, und das Ganze häkelt ihr jetzt einfach hin, her, hin, her, bis euch der Rand lang genug ist. Ihr häkelt einmal rum. Beim Verteilen der Stäbchen darauf achten, dass ihr hier im letzten Löckchen dann nochmal drei halbe Stäbchen reinmacht und hier in die Ecke dann auch nochmal eins separat. Denn wir haben ja hier noch eine Reihe aus festen Maschen, sonst fehlt euch da eins. So, und dann ganz normal mit zwei Wendeluftmaschen hochwenden und zurück. Jetzt kann jeder sich selbst aussuchen, wie weit er diesen Rand häkelt, ob er jetzt vielleicht sogar nur eine Reihe macht und die Weste einfach nur überzieht oder ob ihr einen weiteren Rand macht, damit ihr noch einen schönen Stehkragen dabei habt oder die Weste mit einem Knopf schließen könnt oder euch sogar einen Reißverschluss reinmacht. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich werde jetzt den Rand so weit häkeln, bis er mir gefällt. Und dann seht ihr eigentlich nur noch das Endergebnis. Also würde ich sagen, bis gleich. Zurück ist mein Rand soweit fertig, nach 10 Reihen. Ich habe 9 Reihen mit halbem Stäbchen gehäkelt und die 10. dann mit einem verdrehten Rand abgeschlossen. Hier allerdings ganz wichtig, ihr werdet merken, wenn ihr auf eurer Nadelstärke bleibt, mit der ihr gehäkelt habt, dass sich der Rand anfängt zu wellen. Stattdessen geht einfach 1 bis 1,5 Nadelstärken niedriger. Ich habe hier ab der 2. Reihe mit einer 2er-Nadel weiter gehäkelt und somit mir lästige Abnahmen erspart und einen schönen glatten Rand bekommen. Einfach eine kleinere Nadel und dann müsste das Problem gelöst sein. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen. Über jedes Däumchen nach oben freue ich mich natürlich wie immer sehr. Alle Angaben findet ihr wie immer unten in der Infobox zur Nadelstärke, zum Verbrauch und zur Wolle. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!